Und herzlich willkommen, ihr Schnubbis, zu einer neuen Folge Sims 3. Wir züchten Pferde mit Vieh. Die sind jetzt schon alle auf den Beinen und alle richtig schön im Trubel schon drin. Es ist unglaublich, was hier morgens um 8 schon los ist in dem Haushalt. Also, es bellt und wiehert und schreit und mampft in allen möglichen Variationen. Warum geht ihr jetzt eigentlich da hinauf zum Essen? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich glaube nicht. Ihr könnt das, glaube ich, einfach nicht begründen. So, und du? Ja, ab mit dir nach unten. Du möchtest schreiben lernen. Du möchtest so viel, aber du solltest dich jetzt in der nächsten Zeit erstmal ein bisschen auf dein Kind konzentrieren. Weil das Kind braucht ein bisschen Zuwendung von dir. So, und du? Warum geht's dir so mies? Naja, du sollst doch schon pieseln und dann rumgaloppieren. Alles gut. Und bei dir ist es dasselbe. Du bist auch schon dabei, alles gut zu machen. Okay. So, den Napf noch füllen, ja. Und dann mal bitte ein bisschen aufräumen. Weil sonst funktioniert das hier, glaube ich, nicht. Und vielleicht den Blub noch füttern. Was machst du hier oben? Kannst du mir das mal verraten? Warum zum Geier stellst du das hier ab? Nimm das gefälligst mit und räum es auf. Also nein. So. Und dann, was braucht das Kind? Dann solltest du vielleicht mit dem Kind anfangen, aufs Töpfchen gehen. Oder wir hatten ja schon angefangen, laufen zu lernen, ne? Dann sollten wir das vielleicht auch erstmal fertig machen. So. Kuscheln und dann mal das Laufen beibringen. Und dann machen wir natürlich weiter mit unserem Töpfchen. So. Nee, duschen brauchst du nicht, weil du ja dann erstmal hier raus musst und dich um den Garten kümmerst. Also, alles ernten und Garten pflegen. Und danach bist du eh wieder dreckig und dann ist das nämlich alles gut. Okay. Warum hast du eigentlich Schmerzen? Du willst massiert werden. Du bist doch ein Junge. So. Eigentlich brauchst du gar nicht so hart arbeiten, oder? Weil du bist ja schon ein 1er-Schüler. Also kannst du heute ein bisschen rumgammeln. So. Wir müssen uns heute aber... Oh, Falabella hat einen Fohlen zur Welt gebracht. Das ist ein männliches Pferd. Ja, ich habe ja gesagt, die Pferde, die ich nicht behalten will, und ich will momentan Hengste nicht behalten, die lasse ich einfach mit dem Namen. Und deswegen heißt das Pferd jetzt Holunder. Aber ich will da trotzdem gucken, wie der aussieht. Hallo? Wo ist Holunder? Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ach, da draußen liegt er. Sibi Koblenz! Du musst sehen! Luna! Blin! Und es ist... Ich glaube, es ist kein Einhorn. Es ist ein normales Fohlen. Och nein. Er ist zwar total schnuckelig, aber er ist nur ein normales Fohlen geworden und kein Einhorn. Och, wie schade. Das ist echt schade. So, wo ist jetzt deine Mami? Deine Mami streichelt Pferde. Was soll denn das? Du solltest doch
erstmal die schmutzige Windel wechseln und dann ihr das Laufen beibringen. Nein, du streichelst lieber Pferde. So. Du, dich brauche ich, weil du musst hier nämlich ein Pferd nach dem anderen bitte ein bisschen... hier ein bisschen versorgen. Die müssen alle mal ein bisschen sauber gemacht werden. Eins nach dem anderen. Und das machst du bitte. So. Nokona auch. Nokona ist hier drin. Warum bist du hier drin? Hier, piesel doch mal. So. Bist du denn hier schon fertig? Bei dir klingelt es die ganze Zeit. Das ist echt doof. Weißt du das? So. Also, auf zu den... Oh. James fühlt sich nicht so gut, weil Tier Katzendreck gefressen hat. Oh, James. Was soll denn das? Rexy, wo bist du denn eigentlich? Was machst du? Herumschnüffeln. Nein, du sollst jetzt bitte mal zu deinem kleinen James gehen. So. Und... Nee. So. Hier hingehen. Und dann bitte mal mit James ein bisschen jagen. Ich habe die gestern schon mal so ein bisschen zusammen spielen lassen. Und jetzt sind sie schon mal beste Freunde. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch funktioniert. So, freundlich vielleicht nochmal kurz anschmiegen. Und dann romantisch Baby machen. Oh, Amber Rose hat zum ersten Mal einen Fohlen gesehen. Oh. So. Okay, hier bist du also auch schon gut am Saubermachen. Okay. Ist jetzt Sunny hier draußen? Nö, Sunny... Sunny frisst immer noch. Sunny, du überfrisst dich noch. Geh mal raus, bitte. Nokona, du frisst auch noch. Du überfrisst dich ja auch noch. Raus mit euch. So, Falabella ist ja schon sauber gemacht. So, und das Fohlen... solltest du vielleicht auch mal bürsten. Oh. Ich glaube, dass Amber Rose gerade das Laufen gelernt hat. Und James hat sich übergeben. Wer darf das jetzt wegmachen? Lynn, es tut mir ja... echt leid, ne? Aber das wird wohl dich treffen. Die anderen sind nämlich alle gerade beschäftigt. Aber ich habe eine gute Nachricht. Du darfst danach auch gleich duschen. So. Und jetzt hat er wieder Hunger. Ja, ist ja klar, ne? Welpen machen. Genau, ihr macht jetzt erstmal bitte Welpen. Was gibt es denn hier noch so? Ja, laufen hat sie gelernt. Super. Die haben ihr jetzt alle irgendwie das Laufen beigebracht. So, macht ihr beide jetzt bitte auch mal Welpen. Es wird mit Sicherheit ganz lustige Welpen werden. So, Baby machen. Sean hat immer noch Urlaub. Nein, du sollst jetzt bitte nicht kauen. Du sollst jetzt bitte, bitte hier mal techtelmächteln und Welpen machen. Und dann darfst du auch gerne was Richtiges essen. Was ist denn eigentlich das? Ist das auch ein Hund? Tatsächlich, das ist auch ein Hund. Also ich meine, ich weiß zwar nicht ganz so, wie das funktionieren soll, aber mit dem Größenunterschied, ich hätte mir vielleicht auch nochmal einen großen Hund anschaffen sollen, aber gut. Wir werden es mal versuchen. Zumindest sehen sie dann mit Sicherheit sehr lustig aus. So.
Also, Rexy ist willig. James, bist du auch willig dafür? Oh, ich glaube, es funktioniert. Geh rein. Warum kannst du da nicht rein? Ist das nicht groß genug für euch beide? Das verstehe ich jetzt nicht. Romantisch Baby machen. Lynn hat Level 5 der Gartenarbeit erreicht. Okay. Ich glaube, das funktioniert mit euch beiden jetzt gerade noch nicht so ganz. Wo geht ihr denn bitte hin? Lynn, geh doch mal weg, du müffelst. Lynn, du müffelst. Auf, weg mit dir. Ich muss mich jetzt gerade hier mal auf diese zwei konzentrieren. Es schaut ja zumindest schon mal sehr süß aus, ne, wie sie sich beschlüffeln. Und sie machen es anscheinend auch gerne. Was ich aber immer noch nicht so ganz verstehe, ist, warum... Wieso, weshalb funktioniert das nicht, dass die beiden da zusammen reingehen in die Hundehütte? Ach nein, jetzt fängt es schon wieder zum Regnen an. Ach nö. Sean, ja, Tier baden ist okay. Was hast du denn da? Ja, Sean hat ja eben gegen eine Kuh verloren. Okay. Funktioniert es jetzt? Tatsächlich, jetzt funktioniert es, glaube ich, oder? Yay, es geht. Juhu. Es funktioniert bei Regen wohl besser als ohne Regen. Das ist ja... Oh, und da hebt sogar das Tierhäuschen ab. Huh. Yay, und da ist auch das Geräusch, auf das wir gewartet haben. So, ja, du darfst dann... Nein, will ich nicht. Ich will keine Star-Punkte. Du darfst dann gerne hier aus Napf fressen. Du darfst auch gerne hier hinpieseln. Und du darfst jetzt auch ein bisschen kauen. Und das Gleiche darfst du auch hier futtern. Aus Napf fressen. Ein bisschen hier rumkauen. Und dich dann hier schlafen. So. Und du darfst dann auch noch schlafen hier. So, und jetzt muss ich erstmal wieder hier... Stopp. Stopp, aus und vorbei. Okay, du reitest ein bisschen. Das ist schön, ne? Aber eigentlich solltest du mal... Wo ist eigentlich dein Kind? Dein Kind ist hier draußen im Regen. Was bist denn du für eine Rabenmutter, sag mal? Ist ja unglaublich. So, hol dein Kind rein. So, Ember hochnehmen. Genau. Und dann gehst du mal bitte hier rein und bringst das Kind mal rein. Am besten hierhin. Nein, hier nicht hierher reiten. Und dann kannst du ja benutzen. So. Was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Du wolltest doch Kitty Cat baden, oder nicht? Tier baden. Genau. Und du? Über Gartenarbeit reden? Nö. Ich weiß, du hast jetzt gerade irgendwie so sozial nicht so ganz viel, aber tu mal bitte... deinen Herbstsalat machen, den du gerne machen möchtest. Und was machen wir dann mit dir? Und dann kannst du essen, genau. Was ist mit dir? Du bist auf dem Weg nach Hause. Okay. Du hast Hunger. Dann wirst du natürlich auch schnell was essen dürfen. Reste essen, Hot Dogs. Und dann machst du Hausaufgaben. So. Okay. Die Ember hat auch Hunger. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, wieder so halbwegs ein bisschen zumindest auf... Borgold.
auf dem Stand. Was ist eigentlich mit Kitty Cat? Kitty Cat, du solltest hier mal benutzen und dann kannst du dich vielleicht auch mal für ein Nickerchen hinlegen. So, die Pferde. Oh, du hast dich erschreckt. Schade. Was ist eigentlich das für ein süßer kleiner Hund? Der ist ja echt knuffig, oder? Oh, der ist ja echt süß. Ja, der ist wirklich süß. Und wer bist du denn schon wieder? Ein Paparazzi. Na, klasse. Nee, wir brauchen so überhaupt erstmal keine weiteren Gelegenheiten. So. Rexy. Rexy, Rexy, Rexy. Rexy, du bist versorgt, glaube ich. Sunny. Du bist auch erstmal versorgt. Nokuna. Ich meine, jetzt ist ja eigentlich auch schon ein bisschen später am Abend. Was machst denn du? Angebellt werden. Pfe. So, geh doch mal hier rein. Eintreten. Und dann kannst du nämlich hier nochmal trinken und dann ein Nickerchen machen. Geht doch mal bitte jetzt alle in eure Boxen. Seid lieb. So. Nickerchen machen. Und du bitte auch. Dann haben wir das nämlich hoffentlich alles mal so durch hier. Ach so, halt, du solltest vielleicht noch dein Kind säugen. So, freundlich. Faunas pflegen. Freundlich. Den Faunasegen auf das Kind anwenden. Oh, ich glaube, dass sich Fiona gerade eingepieselt hat. Das kommt davon, wenn du dein Kind hier nicht mitnimmst. Ich möchte jetzt gerne wissen, was das mit dem Faunasegen hier auf sich hat. So. Also jetzt pflegst du ihn erstmal und dann, wo ist hier Faunasegen bitte? Okay, pflegt euch erstmal. Ich kümmere mich mal um was, um die anderen. Du bist pudelnass. Ja. Das tut mir total leid, mein Kleiner. Aber du darfst gerne auch hier schlafen. Nickerchen machen. Oh, jetzt kommt Faunasegen. Oder? Gesegnet werden, genau. Wird es jetzt dadurch zum Einhorn oder was? Oh, das ist ja voll süß. Oh. Holunder ist von einem Einhorn gesegnet worden. Er wird diesen Augenblick der Klarheit und das anschließende seltsame und glückliche Gefühl nie vergessen. Okay. Oh, Einhornsegen. Aber es ist anscheinend nichts anderes, als hier einfach, als dass er jetzt hier rumglitzert, oder? Er glitzert und sonst aber nichts. Okay. Hm, komisch. Nein, nicht angebellt werden. Du sollst hier jetzt mal bitte gesäugt werden. Und dann kannst du noch mal kurz pieseln. Und dann sollt ihr beide bitte ins Bettchen gehen. Ja? Eintreten. Nickerchen machen. Und du bitte auch hier dann Nickerchen machen. Nachdem du dein kleines Kind gesäugt hast. So, was macht ihr jetzt eigentlich alle hier? Wo ist das Baby?
Wo ist das Baby? Kannst du mal bitte aufhören, das Baby wegzuräumen, wenn es gerade was zum Essen kriegen soll? Ach so, es hat schon gegessen. Okay. Ja, dann mach hier bitte erstmal die Windel sauber. Sag mal, warum kannst du dem Kind nicht die Windel sauber machen? Jetzt aber. So. Schmutzige Windel sauber machen und dann ins Bettchen legen. So. Unglaublich hier. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich noch das Chaos hier beseitige. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Es kommt nämlich noch ein kleines Babyfohlen. Denn unsere Sunny ist ja auch noch schwanger. Und dann kommen hoffentlich auch die Hundewelpen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob es wirklich nur diese eine Möglichkeit gibt mit dem Hundewelpen. Denn wir müssen die ja irgendwie loswerden, aber verkaufen können wir die nicht. Gibt es wirklich nur die eine Möglichkeit, die zur Adoption freizugeben? Ich glaube schon, ich habe zumindest nichts anderes gelesen. Und das könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, wenn ihr da eine Idee habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles, alles Gute. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und schaut doch bei einem anderen Projekt von mir vorbei. Eure Fi. Tschüss.